Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich bin zurück aus der Urlaubsphase. Mal ein bisschen geistig sortieren, andere Projekte verfolgen. Hat auch einigermaßen funktioniert. Man kann natürlich immer noch fleißiger sein, aber ich bin ganz zufrieden. Das war schon recht gut, dass ich das so gemacht habe. Das heißt, jetzt können wir wieder uns den üblichen Videos zuwenden. Die da wären heute das Thema, wie sieht denn so ein Wald nach einem Waldbrand aus, beziehungsweise was kann man denn darüber erzählen? Und da gibt es ein wunderbares, wirklich ganz toll gefilmtes, schön anzusehendes Video, das mir netterweise verlinkt worden ist. Und darauf möchte ich mich auch jetzt ein wenig beziehen. Da ist nämlich ein Kollege. Andere Leute mit YouTube-Ausstattung sind Kollegen, ne? Entsprechend im Wald unterwegs und stellt fest, dass dieser ziemlich verkohlt ist. Guckt es euch an dieser Stelle am besten erstmal an und schaut meinen Krempel dann später weiter. Das wäre sinnvoller, dann wisst ihr, worüber wir reden. So, jetzt Folgendes. Erstens mal großes Lob und sehr beeindruckend, dass der Kollege da sich die Mühe macht, auch seine eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Ist grundsätzlich alles richtig. Man kann das natürlich noch ein kleines bisschen ausbauen. Aber das ist ja selbstverständlich nicht seine Aufgabe und sein Kanalinhalt, sondern meiner. Und dementsprechend bin ich mal so frei und erzähle dazu noch einfach ein bisschen was. So. Folgendes. Es ist schon richtig, dass Waldbrände zu vielen Wäldern dazugehören, dass das eigentlich was ganz Natürliches ist, auch wenn in diesem Fall wahrscheinlich der Waldbrand keine natürlichen Ursachen hatte. Und dazu kommt, dass wir in Deutschland eigentlich gar nicht so viele Waldbrände haben sollten, wenn die richtigen Bäume dastehen würden, wo sie hingehören. Aber dazu kommen wir gleich noch. Denn diese Wälder, in denen Waldbrände natürlich vorkommen und quasi vorgesehen sind und auch schon seit Jahrmillionen gefühlt vorkommen, also meistens sind es nicht Jahrmillionen, aber ein paar tausend Jahre auf jeden Fall, da gibt es auf jeden Fall schon Pflanzen, die sich dann entsprechend dagegen dafür angepasst haben, eben entsprechend mit solchen Bränden klarzukommen. Es gibt sogar entsprechende Insekten, die sich darauf spezialisiert haben, kurz nach dem Brand geschwächte Bäume extra zu befallen. Kurzum, es gibt einen Haufen Lebewesen, die sich an Brände angepasst haben und auf deren Auftreten warten, um sich dann ziemlich massenmäßig und flächendeckend entsprechend zu vermehren. Ne? Ja, und solche Lebewesen nennt man Pyrophile. Ne? Pyrophilie ist dann das entsprechende Substantiv dazu, wer das dann entsprechend haben möchte. Ne? Das sind halt einfach verschiedene Anpassungen verschiedener Organismen an Feuer. So. Meistens handelt es sich um etwas, das die Fortpflanzung betrifft. Das haben wir zum Beispiel bei Bäumen. Es gibt da zwei prominente Baumartenbeispiele, die eigentlich jeder schon mal gesehen hat, zumindest im Fernsehen, und schon mal was von gehört hat. Nämlich einmal den Mammutbaum, den klassischen aus Kalifornien, den Redwood Tree, auch wie er in Englisch dann entsprechend heißt, Sequoia Dendron Giganteum, und Eukalyptus Speck. Und Speck meint die gesamte Gattung. Es gibt insgesamt über 200 Eukalypten und die haben alle gemeinsam, dass sie eine gewisse Anpassung an Feuer haben. Weshalb diese Eukalypten auch alle diese tollen ätherischen Öle enthalten, die man in Form von Kaugummi sicherlich auch schon mal in irgendeiner Form drauf rumgebissen hat oder in Form von Bonbons oder sonst irgendwie. Dieses Zeug ist nämlich nicht dafür da, dass wir das irgendwie besonders lecker finden. Es ist auch nicht dafür da, dass der Koala danach so gut schmeckt, wenn er jede Menge Eukalyptus gegessen hat. Genau genommen sind die sogar giftig, unter anderem auch wieder wegen dieser Öle. Und nur der Koala als super Spezialtier ist halt eben in der Lage, das wunderbar wegzuverdauen und mit diesem Gift eben entsprechend klarzukommen. Abgesehen von der Giftigkeit erfüllt das nämlich noch den Zweck, dass diese Öle brennbar sind. Und zum Teil machen sich Eukalypten wirklich enorm viel Mühe, ihren Lebensraum besonders gut brennbar zu gestalten. Sie tränken sich selber eben in brennbares Öl, sie tränken ihr Laub in brennbares Öl, sie pumpen noch brennbares Öl mit ihren Wurzeln in den Boden, damit es von anderen Pflanzen aufgenommen wird und wirklich alles im kompletten Wald möglichst gut brennbar ist.
Denn anders als die anderen, die im Wald so rumstehen, hat so ein Eukalyptus eine schön wärmeisolierende, dämmende Borke nach außen hin, die sehr hohe Temperaturen relativ gut wegsteckt. Soll heißen, der Eukalyptus möchte, dass es brennt, weil wenn es brennt, brennt alles weg, was nicht ein bisschen älterer Eukalyptus ist. Und erst wenn es brennt, reifen durch die enorme Temperatur die Samen oben am Eukalyptusbaum. Die hängen dann nämlich noch in der Krone rum und warten quasi drauf, dass extrem hohe Hitze die Samenhülle austrocknet. Denn erst wenn die durch wirklich richtig krasse Hitze ausgetrocknet wird, wird der Samen frei und fällt dann runter mit einer gewissen Zeitverzögerung, dass er nicht direkt in die Flammen fällt. Das würde der auch nicht überstehen. Der Samen an sich ist nicht feuerfest, sondern die Hülle drumherum. Ja, und mit einer gewissen Verzögerung kommt er dann runter, landet auf dem frisch abgebrannten Boden, wo es keinerlei Konkurrenzvegetation gibt, die ihm irgendwelches Licht streitig machen könnte, und kann dann da wunderbar wachsen. Dazu kommt Zucker. Können Pflanzen problemlos alle selber produzieren, die grüne Pflanzenmasse haben, wissen wir, ne? Photosynthese schon mal gehört. Nährstoffe. Alles andere, außer Zucker quasi, der aus Sauerstoff und ein bisschen Wasserstoff und ein bisschen hier Kohlenstoff eben entsprechend besteht. Alles andere brauchen sie aus dem Boden bzw. aus dem Wasser. Eins von beiden. Und das ist im Regelfall, insbesondere bei solchen Standorten in Australien, extrem knapp, das ganze andere Zeug. Australien ist eine durchaus relativ alte Landmasse, hat sehr alte Böden. Alte Böden sind immer ausgelaugte Böden, da ist nicht mehr viel drin. Das, was an Nährstoffen im ganzen System steckt, ist also meistens tatsächlich irgendwie in der pflanzlichen Biomasse gebunden. Wenn die jetzt hingegen vollständig wegbrennt, da muss man wissen, Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoffgemische, chemische Verbindungen, die brennen alle ganz hervorragend. Und Pflanzen bestehen alle ganz überwiegend genau aus eben diesem Zeug. Da bleibt dann noch genau 1% durchschnittlich, variiert ein bisschen zwischen 2 und 0,5, irgendwie sowas, teilweise auch mal 3, Asche prozentual pro Pflanze eben entsprechend übrig. So, und diese Asche enthält jetzt alles andere, was eine Pflanze sonst zum Leben braucht. Davon braucht sie jeweils nicht sehr viel, mengenmäßig, aber sie braucht von jedem mindestens ein ganz kleines bisschen. Also Eisen, Kalium, Magnesium, Calcium, Molybdän, Mangan braucht sie nicht wirklich, aber es langt auch, oder? Und den guten alten Stickstoff, der ist auch nochmal ganz wichtig, davon braucht man sogar vergleichsweise viel. Gut, und das hockt jetzt alles in dieser Asche. Und auf diese Asche, auf dieses Bett aus Pflanzennährelementen, das aus nichts anderem besteht als aus Pflanzennährelementen und auch Tiernährelementen, ne? Fällt nun der Samen vom Eukalyptus und hat ein hervorragendes und gutes Leben, weil da wächst es sich ganz außerordentlich ausgezeichnet. So, das ist die eine Pflanze, die Pyrophilie betreibt. Die andere Pflanze, die Pyrophilie betreibt, ist halt eben der Mammutbaum. Das Prinzip, auch wenn es ein ganz anderer Lebensraum ist, Australien und Kalifornien sind schon ein bisschen unterschiedliche Welten, ist genau dasselbe. Auch der wartet auf Feuer, nur dass er anders als ein Eukalyptus nicht noch das Feuer zusätzlich durch diverse brennbare Substanzen, die er überall hinpumpt, fördert. Aber seine Streu trocknet gut aus und ist dann gut brennbar, und generell steht er halt einfach in Nadelwäldern rum. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis dieses ganze Material, was da ständig von den Bäumen runterfällt, irgendwann mal Feuer fängt. Das muss man dann auch gar nicht großartig noch begünstigen als Baum, zumal in Kalifornien trockene Sommer auch absolut normal und der Regelfall sind. Die haben zwar ähnliche Niederschläge wie wir, teilweise sogar ein bisschen höher, aber halt alles im Winter. Und brennen tut es halt im Sommer, und demzufolge ist das auch kein Widerspruch. Und auch der Mammutbaum hat halt eben die Anpassung, dass er eine sehr feuerresistente Rinde besitzt. Und zweitens auch wieder Samen, die zum Teil beim Brand schon runterfallen, aber das ist so ein bisschen
unterschiedlich, jetzt auf welchen pyrophilen Baum man sich anguckt. Ich weiß es nicht mehr, ob es beim Sequoiadendron Giganteum so war, dass sie erst runterfallen und dann aufgehen, oder ob sie oben aufgehen und die Samen insgesamt runterfallen. Kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, ist aber im Grunde auch von der Wirkweise relativ wurscht. Jedenfalls erst nach Einwirkung von großer Hitze trocknet die Samenhülle so weit auf, dass die wirklich aufgeht. Der Samen unterliegt bis dahin auch einer sogenannten Keimruhe. Heißt, das haben eigentlich fast die meisten Pflanzensamen, gerade insbesondere bei Bäumen, die warten auf bestimmte Bedingungen. Und erst wenn bestimmte Bedingungen eingetreten sind, zum Beispiel eine Umgebungsfeuchtigkeit von so und so viel Prozent, beginnt die Keimung. Und davor, je nach Samen, können die mitunter jahrzehntelang irgendwo rumliegen und einfach auf gute Bedingungen warten. Weil wenn sie einmal gestartet haben, das Wachstum, dann können sie nicht mehr zurück. Deswegen ist so quasi die Strategie, die Pflanzen da verfolgen, erst dann loslegen, wenn alle optimalen Bedingungen eben entsprechend verfügbar sind. Aber auch da das gleiche Prinzip, die ganze Begleitvegetation, die ganze Konkurrenzvegetation ist weggebrannt und wir haben hervorragenden Nährstoffgehalt am Boden, alles toll rumliegen und können da wunderbar wachsen. So, lala. Jetzt ist es allerdings so, dass pyrophile Wälder in Deutschland nicht vorkommen. Ne? So, eigentlich. Das Problem ist allerdings, dass wir insbesondere in Brandenburg und großen Teilen Niedersachsens, und das sind auch mit Abstand die Gebiete mit der höchsten Waldbrandgefahr, wo es wirklich relativ häufig ordentlich brennt, viel zu viel entsprechendes Nadelholz rumstehen haben. Und anders als im Süden, wo das verbreitet rumstehende Nadelholz die Fichte ist, die ist auch nicht gut, aber zumindest brennt die nicht so gut, ist da im Norden halt eben ganz gerne eben mal die Kiefer die vorherrschende Baumart, die Waldkiefer Pinus sylvestris. Und Pinus sylvestris hat die böse, böse Eigenschaft, dass es so ein fast pyrophyler Baum ist. Hat auch eine vergleichsweise dicke Schuppenborke, fast relativ festes, produziert mit dem vielen Harz und den diversen ätherischen Ölen, die im kompletten Baum und vor allen Dingen auch in den Nadeln drin sind, eine ganz wunderbar brennende Grundlage, die dann eben entsprechend nach und nach auf den Waldboden rieselt. Und dann kommt noch erschwerend dazu, dass das Laub von Kiefern sehr schlecht biologisch abbaubar ist. Soll heißen, das häuft sich auf dem Waldboden im Regelfall schneller an, als es von diversen Mikroorganismen in den Boden als Humus eingearbeitet werden kann. Wir haben da also gerade in diesen Wäldern, in dem Alter, wie wir ihn da gerade sehen, also was wir von davon noch übrig sehen in den entsprechend hervorragenden Bildern vom Kollegen, da haben wir es wirklich mit einem Musterbeispiel für einen schrecklichen, schrecklichen Kiefernreinbestand zu tun. Und dass ausgerechnet ein solcher Muster, schrecklicher, schrecklicher Kiefernreinbestand abbrennt, da kann man jetzt sich so ein bisschen seine Gedanken machen. Also erstens mal, Kiefernwälder brennen vergleichsweise gut. Gleichzeitig ist eine Kiefer aber nicht wirklich eine pyrophyle Baumart. Die ist relativ widerstandsfähig gegen größere Waldbrände. Und die Kiefer kommt ja normalerweise sehr wohl auch im borealen Nadelwaldgürtel eben entsprechend vor. Und da brennt es natürlich und auch relativ oft und auch dann sehr, 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 sehr in sehr großen Gebieten. Und tatsächlich, daher hat sie auch die Anpassung, dass eine Kiefer zwar schon dahin gehört, wo es regelmäßig brennt, und deswegen verträgt sie auch vergleichsweise viel Feuer, verglichen mit zum Beispiel unseren Laubbäumen, eine Buche oder eine Eiche. Eine Eiche vielleicht noch ein kleines bisschen, aber eine Buche verträgt überhaupt kein Feuer. Wenn es da ein bisschen brennt, dann ist die Buche hin. Das heißt, wir haben zwar eine an Feuer angepasste Baumart, aber nicht einen an Feuer angepassten Standort. Und generell sind Waldbrände in Deutschland wahrscheinlich natürlich, also mit natürlichen Ursachen, bei der natürlichen Bestockung, die wir eigentlich haben sollten, wären sie ein extrem seltenes Ereignis, vor allen Dingen große Waldbrände. Ein Laubwald brennt im Regelfall tatsächlich fast nie, beziehungsweise so gut wie gar nicht. Ein reiner Laubwald. Auch ein Mischwald aus Nadel- und Laubholz brennt extrem selten. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, welche großen Waldbrände es jetzt gegeben hat 2018, und das waren ja einige, dann waren das ausnahmslos die großen Waldbrände, alles Nadelholz-Reinbestände. Und zwar meistens noch Monokulturen, sprich mit nur einer Baumart. Also alles genau sowas, wie wir da in dem entsprechenden Video sehen können. Das ist also ein perfektes Beispiel für eben die Waldbrände, die es da gegeben hat. Gut, jetzt ist so,
Unsere Böden sind nicht auf Waldbrand angepasst. Unsere Bäume sind auch nicht auf Waldbrand angepasst. Und diese Kiefern, die da noch rumstanden, waren noch relativ jung. Jetzt muss man wissen, je dicker der Baum, desto dicker die Borke. Da die Dicke der Borke tatsächlich entscheidend ist und nicht die Dicke des Baums, wie gut das unter der Borke liegende Kambium isoliert ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Bäumchen, die da rumstehen, wahrscheinlich größtenteils relativ hin sind. Es wäre schon möglich, dass das eine oder andere Exemplar das Ganze noch überstanden hat, dass der Brand noch viel weiter gegangen wäre. Wenn die Feuerwehr da nicht aktiv gewesen wäre, wage ich zu bezweifeln. Denn eine verkohlte Außenschicht von so einem Baum dient auch als Isolator. Das macht sich übrigens der Mammutbaum zunutze, wenn wir nochmal kurz zurück zum Mammutbaum gehen. Dem seine Außenhaut, wenn man so möchte, ne? Dem seine Borke, die wirkt so ein bisschen, wenn man die anfasst und wenn man die in die Hand nimmt, so ein bisschen wie Dämmmaterial. Man kriegt die auch angezündet, wenn man sich viel Mühe gibt, das geht. Aber das Zeug, wenn das verkohlt, bildet es eine relativ fluffige Asche-Kohle-Schicht. Und diese Asche-Kohle-Schicht, die funktioniert ebenfalls wieder wie Dämmschaum, so ein bisschen. Und irgendwann ist die halt einfach so mächtig, weil vorher so viel entsprechende Borke da war, dass auch sehr, sehr, sehr hohe Temperaturen vom Feuer, was da im Wald entsprechend wütet, nicht ausreichen, um das Holz wirklich nennenswert zu schädigen. Dass also das eigentliche Holz des Baumes gar nicht erst großartig zum Brennen anfängt. Es sei denn, die Borke ist irgendwo verletzt, es gibt irgendwo ein Loch in der Borke oder sonst irgendwie, dann wird es wahrscheinlich auch aufs Holz durchschlagen, dann könnte es zum Beispiel auch einen Schwelbrand geben, da ohnehin schon Trockenstress herrscht und der Baum nicht viel mit Wasser gefüllt ist, der durch den ganzen Baum sich langsam fortfräst. Sowas wäre möglich. Das wird es mit Sicherheit in solchen Wäldern auch das ein oder andere Mal gegeben haben, wie diesem verkohlten Wald, den wir da eben sehen. Also ich würde jetzt mal die Theorie aufstellen, dass die meisten Bäume tatsächlich hin sind. Ist auch die Wurzel hin? Wahrscheinlich dann doch eher nicht, weil wenn irgendein Teil vom Baum noch Wasser enthält, dann ist es tatsächlich die Wurzel, weil die steht ja quasi im Wasser, weil da, wo das Wasser herkommt, ist natürlich der Boden und da steckt die Wurzel drin. Und so ein Boden, selbst bei enormer Trockenheit, enthält immer noch ein gewisses Maß an Restwasser und hat immer noch eine gewisse Connection zum Grundwasser. Heißt, dass eine Wurzel im Boden, eine lebende Wurzel, die mit Wasser gefüllt ist, bei zunehmender Tiefe ohnehin wenig Sauerstoff wirklich von dem Feuer bis unten rein durchgefressen wird oder sich ein Feuer wirklich durch eine Wurzel in den Boden frisst und im Boden alles sterilisiert, ist sehr unwahrscheinlich. Aber was wiederum geht, ist, das macht man auch jedes Mal, wenn man ein größeres Lagerfeuer macht, den Boden sterilisieren durch Hitze. Weil alles, was im Boden lebt, vielleicht ein bisschen mit Ausnahme von den Wurzeln, wenn sie eine gut dicke genug Schutzschicht haben, die haben ja auch eine Borke, dann könnten die Wurzeln es vielleicht noch überstehen, größere Wurzeln, dickere Wurzeln. Aber alles, was klein ist und im Boden lebt, wird sterilisiert, also ist tot. Das wird quasi, das ist so ein bisschen, als würde man wirklich viele, viele Hektoliter kochendes Wasser einfach über den Boden gießen, um den damit wirklich zu sterilisieren. Da lebt nichts mehr. Da ist tatsächlich dann erstmal alles tot. Aber verschiedene Lebensformen haben verschiedene Überdauerungsformen. Da gibt es zum Beispiel von so einem ganz lustigen Exemplar von Lebewesen, sage ich jetzt mal, nämlich dem Tetanusbakterium, ein tolles Überdauerungsstadium, das so ziemlich alles aushält. Das kriegt man eigentlich überhaupt nicht kaputt. Das kann man mit flüssigem Stickstoff mehr oder weniger übergießen und das ist immer noch intakt. Die haben ein derart festes Überdauerungsstadium in Form von so einer Spore mit einer derart unzerstörbaren Hülle, dass die so ziemlich alles überstehen, inklusive so einen Waldbrand. Also Tetanus kann man sich da immer noch holen. Das ist doch eine gute Nachricht. Ne? Tetanus ist gar nicht so gefährlich, weil das Problem, beziehungsweise das Problem für das Tetanusbakterium und das Gute für uns ist, dass das ein anaerobes Bakterium ist. Sprich, das kann sich nur verbreiten, wenn es keinen Sauerstoff gibt. Mit Sauerstoff kommt es nicht zurecht. Heißt, wir müssten es schon irgendwo da in unseren Körper bekommen, wo es keinen Sauerstoff gibt. Da wir aber atmen und unser Blut überall in unseren Körper Sauerstoff verteilt,
ist die Chance, dass es irgendwo so einen kleinen luftabgeschlossenen Raum gibt, wo sich ein Tetanusbakterium ausbreiten kann, relativ gering. Kann schon passieren. Zum Beispiel, wir kriegen eine Wunde, wir kriegen Dreck rein, Tetanusbakterium. Wir machen irgendwas Luftdichtes drauf, weil wir die Wunde unbedingt abdecken wollen. Jetzt ist da natürlich noch Luft drin. Jetzt gibt es aber noch diverse andere Bakterien in der Wunde, die verbrauchen Sauerstoff. Irgendwann ist kein Sauerstoff mehr da. Die sterben dann und in dem Moment fängt das Tetanusbakterium an zu sagen, yay! Und dann kriegen wir Tetanus. Und das ist nicht lustig. Wundstarkrampf. Gar nicht lustig. Egal. Hat nichts mit dem Thema zu tun. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es eben sehr wohl Stadien von Lebewesen gibt, die sich freuen, wenn alles andere um sie rum sterilisiert ist. Also auch da wieder, es gibt einzelne Organismen, die von einem Waldbrand profitieren. Das ist natürlich auch bei uns so. Und auch bei uns ist es so, dass diese Asche, die da auf dem Boden liegt, unglaublich nährstoffreich ist und es relativ schnell aus den umliegenden Wäldern oder sonst woher Pflanzen geben wird, die diesen Lebensraum da wieder besiedeln. Aber ich glaube, die Bäume, die da rumstehen, sind tatsächlich weitestgehend tot. Mal davon abgesehen, dieser Wald hat, Wald ist schon wirklich viel gesagt, hat keinen ökologischen Wert. Es tut wirklich, ist dem Naturschutz in keinster Weise in irgendeiner Form ein Bein abbrechen, wenn man da jetzt hingeht und die Bäume komplett absägt und da irgendwas Vernünftiges hinpflanzt. Irgendwas mit Laubholzbeimischung beispielsweise. Wenn man da wiederum was hinpflanzt, dürfte das sehr, sehr schnell wachsen auf diesem hervorragend gedüngten Boden, zumal die brandenburgischen Böden im Regelfall eben auch relativ nährstoffarm sind, weil sie auch wieder relativ alt sind, zum Teil. Und wenn sie nicht alt sind, sind sie oft mit Sand entsprechend überlagert und Sand enthält eben nun mal naturgemäß sehr, sehr wenig Nährstoffe, weil reiner Sand besteht nur aus Quarz und das ist SiO4, Silizium. 4-Oxid, Quattrooxid, heißt das dann so? Das weiß ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht. Und da ist sonst nichts Essbares drin, weil Silizium ist kein Nährelement für Pflanzen. Das ist quasi Sand, ist das häufigste Element der Erdkruste, aber können wir nichts mit anfangen, außer Glas machen. Und Sauerstoff, ja gut, okay, aber der ist auch in der Atmosphäre genug drin. Deshalb alles nicht so lecker. Prognosen sind schwierig. Man muss das Ganze schon entsprechend weiter beobachten. Das schreiben ja auch alle in den Kommentaren unterm Basisvideo, dass das interessant wäre, wenn er da häufiger mal vorbeischaut und mal guckt, was da so wächst. Da wird mit Sicherheit ziemlich schnell ziemlich viel wieder wachsen. Und auch die Bakterien aus dem angrenzenden Bereich, die jetzt nicht gegrillt wurden und sterilisiert wurden, werden sich auch ganz schnell wieder in dieses Waldgebiet ausbreiten. Das dauert relativ kurze Zeit, bis da dann wieder entsprechend was aufkommt, was da entsprechend leben kann. Aber ich glaube schon, dass die Bäume wahrscheinlich mehrheitlich das Ganze nicht überlebt haben werden. Die Frage ist, wie schnell haben sie eine isolierende Ascheschicht entsprechend vor ihrem Kambium gebildet. Kambium, habe ich das schon erklärt, habe ich glaube ich noch nicht erklärt, für diejenigen, die das nicht wissen, dass die Wachstumsschicht des Baumes, die liegt direkt unter der Rinde und die ist halt vital, lebensentscheidend, wenn die rundum geschädigt ist oder kaputt ist, dann wird der Baum mit großer Wahrscheinlichkeit absterben, das lässt sich oft nicht mehr regenerieren, es sei denn, es ist nur wirklich so eine ganz kleine Unterbrechung, so vielleicht ein Finger dick. Das würde vielleicht noch gehen, da aber das Ganze auf der kompletten Fläche quasi weggebrannt ist, mache ich mir da wenig Hoffnung, dass das noch groß zu überleben ist. Und dieses Kambium ist halt eben auch temperaturempfindlich. Sollten die Zellen des Kambiums 100 Grad übersteigen, dann platzen die, weil dann verdampft das Wasser, was da drin ist. Und da ist immer Wasser drin. Und da platzt dann auch die Zellsaftvakuole und so weiter und so weiter. Da gibt es viele verschiedene Arten, weshalb die Zellen dann eben entsprechend sterben. Wir werden sehen. Ich bin nicht vor Ort. Ich traue mich demzufolge nicht, eine Prognose zu machen. Ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte der Bäume ist tot. Und es würde mich nicht überraschen, wenn es tatsächlich alle erwischt hat. Im Übrigen wird da sowieso alles gefällt werden. Weil die produzieren jetzt nur noch Scheißholz. Das kannst du nicht mehr gebrauchen, das kannst du nicht mehr verkaufen. Und in dem Moment, wo dein Wald derart geschädigt ist, dass mit keinem Wertzuwachs mehr zu rechnen ist, geht mal hin und fällt das, was man hat und verkauft das, was man hat und hofft, dass man damit noch irgendwie ein bisschen Geld verdienen kann und setzt auf die nächste Generation. Jo, also, ich hoffe, das war genügend der Erklärung und nicht zu viel der Erklärung und damit bin ich raus. Ich wünsche frohes Schaffen,
Oder wenn ihr vielleicht auch ein Päuschen braucht, dann frohes Päuschen. Und ansonsten macht's gut.